Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister, liebe Besucherinnen und Besucher auf den Tribünen, auf dem Tisch liegt ein Gesetzentwurf, der den Beschäftigten das Recht auf eine vorübergehende Teilzeit garantieren soll, die Brückenteilzeit. Und wir hätten heute die Chance gehabt, einen echten Anspruch und eine echte Verbesserung für Beschäftigte abzustimmen. Leider ist aus dem großen Wurf nichts geworden. Es ist ja schon gesagt worden, die vorherige Große Koalition hatte im Koalitionsvertrag eine Brückenteilzeit für Beschäftigte im Betrieb mit mehr als 15 Mitarbeitern vereinbart. Das ist auf Andrea Nahles verwiesen worden. Jetzt soll das Ganze nur noch in Betrieben mit mehr als 45 Mitarbeitern gelten. Und seine volle Wirkung entfaltet das Gesetz erst ab 200 Mitarbeitern. Damit schauen etwas mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in die Röhre. Und da darf man sich dann auch nicht wundern, wenn die Menschen die Lust auf Politik verlieren. Und ich hoffe nur, ich habe das gerade vorhin so von Ihnen vernommen, Herr Oellers, dass nicht in der Großen Koalition jetzt debattiert wird, dass als Kompensationsgeschäft für diese Brückenteilzeit das Arbeitszeitgesetz aufgeweicht wird oder die Anzahl der Sachgründe erweitert wird. Ich hoffe nur, dass das nicht der Fall ist. Über 14 Millionen Beschäftigte werden weiterhin keinen Anspruch auf die Brückenteilzeit haben, weil man einfach zu viele Hürden aufgebaut hat. Die erste habe ich schon gesagt, es gilt erst ab einer Betriebsgröße von über 45 Mitarbeitern. Das ist eine völlig willkürliche Grenze, die existiert im Arbeitsrecht nicht. Damit schafft die Bundesregierung einen Präzedenzfall. Und ich bin mal gespannt, in welcher anderen gesetzlichen Regelung uns das wieder begegnet. So schleift man Arbeitsrecht und der Schutz der Beschäftigten, aber nicht mit uns. Die zweite Hürde ist, dass es nur für Betriebe zwischen 45 und 200 Mitarbeitern gilt. Und da hat nämlich dann nur jede oder jeder 15. einen Anspruch. Und die dritte Hürde ist, dass es dann noch sogenannte betriebliche Gründe gibt, die der Arbeitgeber anführen kann. Das heißt in der Praxis, wenn ich das Glück habe, in so einem Betrieb die 15. Beschäftigte zu sein und eigentlich einen Anspruch auf die Teilzeit hätte, kann mein Chef zu mir sagen, da sprechen betriebliche Gründe dagegen, dann habe ich wieder Pech gehabt. Das ist ein doppelter Überforderungsschutz für Arbeitgeber. Es ist wie Gürtel und Hosenträger auf einmal. Beschäftigte haben aber doppel- und dreifach Belastungen durch Arbeit, Kindererziehung, Pflege, Weiterbildung oder Ähnliches. Die bräuchten eigentlich einen Überforderungsschutz. Und genau das, meine Damen und Herren, ist der Unterschied zwischen allen anderen Fraktionen und uns. Sie fragen alle, insbesondere die FDP, wie können kleine Unternehmen einen Rechtsanspruch auf Brückenteilzeit für alle realisieren? Wie soll das möglich sein? Wir aber fragen, wie soll eine alleinerziehende Frau in einem kleinen Betrieb ohne den Rechtsanspruch ihr Leben organisieren? Management und Organisationsgeschick fordern Sie offensichtlich hauptsächlich von den Beschäftigten ab. Ich finde das enttäuschend. Außerdem hat die Bundesregierung versäumt, mit diesem Gesetz klare, praxisorientierte Spielregeln aufzustellen. Genau das wäre aber die Aufgabe des Gesetzgebers. Mit diesen vielen Einschränkungen ist kein eindeutiger Anspruch festgelegt. Sie verlagern damit den Konflikt auf die betriebliche Ebene. Man müsste den Anspruch gerichtlich klären. Und als Betriebsrätin kann ich Ihnen nur sagen, dass die Arbeitnehmer in den seltensten Fällen den Arbeitgeber verklagen, weil sie Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Das heißt, aufgrund Unklarheiten in der Gesetzgebung kommen Beschäftigte nicht zu ihrem Recht. Schade, dass Sie aus diesem wirklich guten Ansatz so wenig gemacht haben. Wir fordern weiterhin ein Recht auf Brückenteilzeit für alle Beschäftigten und ein Verbot von Arbeit auf Abruf. Beides wird es mit dem Gesetz nicht geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes für Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Bente Müller.